Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wohl niemand hätte sich gewünscht, dass wir hier heute als Parlament zusammenkommen und mit der Regierung ausgerechnet kurz vor Weihnachten beraten, wie wir gemeinsam noch stärker die Corona-Pandemie eindämmen können. Keiner und keinem fällt es auch nur ansatzweise leicht, dass ab Mittwoch und bis ins neue Jahr das öffentliche Leben in Deutschland und auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern noch viel stärker auf das nur Notwendigste heruntergefahren wird. Meine Damen und Herren, die Fallzahlen rund um Deutschland bei unseren europäischen Nachbarn, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern selber, zwingen uns aber förmlich dazu, nicht zu reagieren, heute nicht nachzusteuern. Das wäre schlicht verantwortungslos gegenüber den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Denn Corona macht keinen Halt vor Jahreszeiten, keinen Halt vor Festen, keinen Halt vor Feiertagen. Und genauso macht die zweite, wirklich heftige Welle keinen Halt vor Deutschland und auch nicht vor Mecklenburg-Vorpommern. Und deshalb tagt heute der Landtag. Und deshalb, meine Damen und Herren, tragen wir auch den zwischen Bund und den Ländern vereinbarten Kurs ganz wesentlich mit. Meine Damen und Herren, vielerorts gibt es Inzidenzen oberhalb der 100, oberhalb der 200, 300, sogar 400 Infizierte pro 100.000 Menschen in 7 Tagen. Das ist so weit weg von einem kontrollierten, von einem nachvollziehbaren Infektionsgeschehen, dass dringend etwas passieren muss. In der vorletzten Landtagssitzung hatten wir das Bild der Bremsung benutzt, die die immer rasanter werdende Beschleunigung zwar verlangsamt, die Geschwindigkeit insgesamt aber nicht zu reduzieren vermochte. Und da waren wir uns einig, dass niemand, der bei klarem Verstand ist, den Fuß jetzt von der Bremse nimmt, wenn die Wand in Sichtweite und die Kollision absehbar ist. Und aktuell ist es aber leider sogar so, dass es nicht nur eine konstante Geschwindigkeit gibt, sondern dass es trotz der ergriffenen Maßnahmen wieder ein erhöhtes Infektionsgeschehen gibt. Und das kann doch, meine Damen und Herren, nur eines bedeuten: Der Bremsdruck muss steigen. Er darf keinesfalls sinken. Meine Damen und Herren, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das wird in diesem Jahr zu einer Bewährungsprobe für uns alle. Dieses Jahr geht es nicht darum, das größte Paket, den größten Warenwert unter den Weihnachtsbaum zu packen. Dieses Jahr können wir alle unseren Mitmenschen das größte Geschenk überhaupt auf dieser Erde machen, die Gesundheit zu schützen und das Leben zu bewahren. Das ist in diesem Jahr das Wunder der Weihnacht, das wir alle gemeinsam erschaffen können. Meine Damen und Herren, das, was wir an Weihnachten und an den Tagen zwischen den Jahren mögen, viele Freundinnen und Freunde auch aus alten Tagen zu treffen, Zeit mit der Familie zu verbringen, vom Enkel bis zur Urgroßmutter aus allen Regionen Deutschlands, vielleicht sogar aus allen Teilen der Welt, zusammenzukommen, nach Hause zu kommen. All das findet 2020 in deutlich engeren Grenzen statt, aber es findet statt, in kleinerem Rahmen oder eben auf die Distanz. Weihnachten und Silvester 2020, das ist nicht die große Party, vielleicht wie in manchen Jahren zuvor. Weihnachten und Silvester 2020 ist, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland und auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern solidarisch und bereit ist, die Einschränkungen mitzutragen und wirklich aufeinander aufzupassen, weil es wichtig ist, durch Hygiene,
durch Abstand, durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dem Gegenüber Schutz zu bieten, weil es wichtig ist, sich selber zu beschränken, damit eben die Schutzbedürftigsten in unserer Gesellschaft auch eine gewisse Sicherheit haben, die Kernfamilie sich treffen kann oder beispielsweise auch die besten Freundinnen, die sich zu Weihnachten immer treffen, die keine Familie mehr haben. Wir machen das alles, damit diese menschliche Nähe im kleinen Rahmen möglich ist und gleichzeitig, damit die Feiertage trotzdem eben nicht dazu führen, dass anschließend die Infektionszahlen, die Krankenhausaufenthalte und auch die Todeszahlen wieder in die Höhe schnellen. Das, meine Damen und Herren, wäre eine ganz bittere Bescherung und das wäre ein Albtraum nach Weihnachten, den wir unbedingt vermeiden müssen und den wir auch gemeinsam vermeiden können. Meine Damen und Herren, wir tun das alles, um zu verhindern, dass viele in diesem Jahr das letzte Weihnachten mit ihren Verwandten feiern. Und manchen mag das jetzt vielleicht wirklich zu drastisch klingen. Da kann ich nur sagen, eine wirklich unkontrollierte, sich mit wachsender Rasanz ausbreitende, hoch ansteckende Krankheit wie Corona ist keine Illusion und auch keine Zahlenspielerei. Wenn eine Pandemie mit voller Wucht ungebremst zuschlägt, und das ist anders, als es bisher in Deutschland war, Gott sei Dank, anders, als es in Mecklenburg-Vorpommern war, Gott sei Dank, weil Maßnahmen ergriffen worden sind, wenn eine Pandemie mit voller Wucht ungebremst zuschlägt, dann ist Deutschland und dann ist auch Mecklenburg-Vorpommern danach ein anderes Land. Dann hat jede Familie zahlreiche Verluste in ihrer Mitte zu beklagen. Und das zu relativieren und das zu verharmlosen, wird der Sache nicht ansatzweise gerecht. Das ist eine Kapitulation vor der Menschlichkeit und vor der Verantwortung für unsere Mitmenschen und für unser Land. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, möchte ich in diesem Zusammenhang erneut zum Ausdruck bringen, dass ich es ausgesprochen gut finde, dass wir als Regierungskoalition mit dem konstruktiven Teil der Opposition gemeinsam dieser Pandemie begegnen. Alle, meine Damen und Herren, alle ringen mit sich. Die Medizinerinnen und Mediziner, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, alle Menschen, überall werden teils konträre Meinungen vertreten, zu früh, zu spät, zu streng, zu schwach. Und am Ende ist es die gewählte Regierung, am Ende ist es die Politik, die in der Verantwortung steht und die sich vor allen Dingen auch der Verantwortung stellt, angesichts dieser Entwicklung den jeweils und jederzeit vernünftigsten Kurs zu bestimmen und immer wieder zu überprüfen, immer wieder auch Entscheidungen zu justieren. In Wirklichkeit ist es doch so, dass nur die Ignoranten bei dem einmal festgelegten Dogma bleiben, Herr Kramer. Nur die Ignoranten fahren mit ihrem blau-braunen Propagandamobil munter immer und immer wieder gegen die Wand und stellen sich dann hier noch hin und behaupten, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe die Aussprache eben genutzt, mal die Parlamentsdokumente zu durchforsten. Angefangen im Mai, da hat Herr Förster hier eine Rede für die AfD gehalten und die trug die Überschrift mehr oder weniger sinngemäß mehr Schwedenwagen. Ich darf ein kleines Zitat machen von Herrn Förster aus dem Mai, ich glaube dem 14. Mai diesen Jahres, Zitat: Der Blick nach Schweden ist deshalb wohl sehr angebracht, denn dort ist jedenfalls eine nachhaltige Strategie zu erkennen. Zitat Ende. Und dann wird darauf eingegangen, dass man in Deutschland mehr Infektionen zulassen möge, dass es darum gehen müsse, und das sei die Forderung der AfD, 14. Mai, Rede von Herrn Förster, hier an dieser Stelle,
dass es eine kontrollierte Durchseuchung der Bevölkerung geben müsse. Das hätte deutlich geringere Folgen, obwohl, ja, auch das hat Herr Förster damals gesagt, es sei mit einer deutlich erhöhten Todeszahl zu rechnen. Und da möchte ich sagen, Herr Kramer, wenn Sie sich hier hinstellen und einen 6-Punkte-Plan verkünden, übrigens, ich sehe in Ihrem Antrag nur 3 Punkte, vielleicht muss ich den 2-mal ausdrucken und nebeneinander legen, damit 6 werden, und sagen, wir müssen uns gerade machen und eingestehen, dass wir gescheitert seien. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Die AfD müsste wirklich mal dazu stehen, dass Sie hier nicht nur im Mai durch Herrn Förster, sondern auch im Juni nochmal durch Herrn Förster, zuletzt im August durch eine Intervention von Herrn Schneider. Immer wieder sind Sie hier auf das Thema Schweden zur Sprache gekommen. Und da möchte ich es wirklich einmal mit unserem Fraktionsvorsitzenden Thomas Krüger halten, der hat das ausgerechnet. Wäre die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern den Kurs der AfD gefahren, nämlich so wie in Schweden hier die Kontakte nicht zu beschränken, die Hygienemaßnahmen nicht entsprechend zu verhängen, dann hätte es hier in Mecklenburg-Vorpommern 1.000 zusätzliche Tote gegeben. Das ist doch wohl ein krachendes Scheitern von Verantwortung und von Politik zum Wohle der Menschen hier im Land. Das wäre Ihr Kurs gewesen, und Ihre Schlingerpartie jetzt hier im Nachhinein kann darüber auch nicht hinwegtäuschen. Meine Damen und Herren, die Landesregierung, das Landesparlament macht es anders, befindet sich in einem Prozess der permanenten Bewertung und Abwägung. Und dieser Weg dieser permanenten Abwägung und Anpassung, der ist unglaublich mühsam, aber er ist unverzichtbar. Und nochmal, ich freue mich, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Der gleiche auch noch auf der Tagesordnung stehende Antrag von SPD, CDU und Die Linke zeigt, dass ein maximaler Schutz und bestmögliche, maßvolle, begleitende Maßnahmen in Kita, in Schule, in Pflege und in der Wirtschaft, viele weitere Bereiche sind schon angesprochen worden, dass das unser gemeinsamer Anspruch hier in diesem Hause ist, meine Damen und Herren. Die Gefährlichkeit des Coronavirus ergibt sich aus der Tücke seiner Verbreitung. Das möchte ich anlässlich der Aussprache zu der Regierungserklärung auch wirklich noch einmal in Erinnerung rufen. Das gerät, so mein Eindruck, bei der Debatte über die Details manchmal fast schon aus dem Blick. Wenn sich jemand mit dem Coronavirus infiziert, so ist diese Person nach circa 48 Stunden selber ansteckend, kann dann andere Menschen infizieren. Nur durch die Anwesenheit im selben Raum. Verstärkt, wenn diese Person laut spricht, aber auch dann, wenn diese Person einfach nur atmet. Das ist total anders als bei vielen anderen Viren. Und zu diesem Zeitpunkt, wo eine infizierte Person bereits das Virus verbreiten kann, spürt die das in der Regel noch gar nicht, hat keine Symptome, fühlt sich oft einfach gesund. Und auch ein Corona-Test würde in dieser frühen Phase oftmals vermutlich ein negatives Ergebnis haben. Und nach rund 5 Tagen kommen dann, wenn sie überhaupt kommen, Symptome. Ab diesem Zeitpunkt schlagen dann auch diese PCR-Tests relativ zuverlässig an, wenn eine Infektion vorliegt. Und dieser, ich nenne es mal, blinde Fleck der unentdeckten Übertragung, der unbemerkten Verbreitung, ist der Hauptgrund dafür, dass überall auf diesem Planeten, wo Regierungen und Politik diese Pandemie einfach laufen lassen, weil sie sagen, Schutzmaßnahmen runter, Eigenverantwortung stärken, hast du nicht gesehen, dass überall dort die Infektionszahlen wirklich durch die Decke gehen, die gerade noch von MDL-APE hier negierte Übersterblichkeit, sprich die tatsächlich auf Corona zurückführbaren Todesfälle deutlich in der Statistik zu sehen sind. Das trifft für Großbritannien oder für die USA ebenso zu wie für Schweden. Das Projekt des Euromortalitätsmonitorings Euromomo zeigt beispielsweise für Frankreich, Italien, England, Spanien eine extreme Übersterblichkeit, 30-40% mehr Tote als üblich.
In Italien sind es im März 50% mehr Tote, die zu beklagen waren. In der Lombardei, Sie kennen das aus den Berichterstattungen vom Anfang, mehr als 190%. So, meine Kolleginnen und Kollegen, Herr Ape, warum das hier in Deutschland nicht so ist, Sie haben eben ja von Deutschland gesprochen, nicht wahr, Herr Ape? Warum das hier in Deutschland nicht so ist, da gibt die Wissenschaft eine einhellige Antwort. Weil die Maßnahmen schnell ergriffen worden sind. Weil von der vernünftigen Mehrheit und der Ministerpräsidentin und dem Kabinett nicht geleugnet, negiert, gepöbelt und gezetert, sondern gehandelt wurde im Interesse der Menschen hier im Land. Und wenn die Krankenhausbetten erst voll sind, dann ist es zu spät zum Gegensteuern. Solange werden wir nicht warten, weil die nächsten Patientinnen und Patienten dann längst infiziert sind. Sie wissen nur noch nichts davon. So entsteht doch exponentielles Wachstum. Meine Damen und Herren, dass die Einschränkungen, wie sie seit November in Kraft sind, letztlich nicht die maximale von uns allen gewünschte Wirkung entfaltet haben, liegt übrigens auch daran, gestern Abend war das wieder unter anderem in Rostock, aber auch in vielen anderen Städten zu bewundern, in Anführungsstrichen, dass es einen Anteil der Bevölkerung gibt, der sowohl das Coronavirus an sich als auch die daraus erwachsenen Gefahren einfach nicht ernst genug nehmen, teilweise sogar leugnen. Und die AfD befeuert diese Bewegung. Das ist so. Da stehen Sie ja auch zu. Das ist einer der wenigen Punkte, wo Sie zu stehen. Sie stellen immer wieder die Wirksamkeit von Corona-Schutzregeln in Frage, indem Sie fordern, dass sie aufgehoben oder in Teilen aufgehoben werden. Und Sie begünstigen damit natürlich Risikoverhalten. Auch heute wieder stellen Sie die Wirksamkeit einer strikten Kontaktreduzierung in Frage, obwohl es im Winter der einzige Weg ist, das Infektionsgeschehen wirklich gründlich einzudämmen. Das zeigen uns die Zahlen aus anderen Staaten, Frankreich, Italien, dass es ohne eine solche strikte Regel nicht geht, zeigen übrigens inzwischen auch die Zahlen aus Schweden. Wenn wir runter wollen mit den Infektionen, und meine Damen und Herren, wir müssen runter mit den Infektionen, wenn wir unseren Krankenhäusern wieder etwas mehr Luft geben wollen, den Ärztinnen und Ärzten, den Schwestern, den Pflegerinnen und Pflegern, die haben übrigens auch Weihnachten und Silvester und wollen nicht die ganze Zeit am Limit durcharbeiten, dann müssen wir jetzt unseren Beitrag dazu leisten, zu Hause bleiben, Kontakte reduzieren, Hygieneregeln beachten. Das können wir, das haben wir übrigens am Anfang dieses Jahres auch gezeigt, da ist es gelungen, durch einen solchen Lockdown die Corona-Ausbreitung richtig einzudämmen. Meine Damen und Herren, wer immer noch ohne Mund-Nasen-Schutz auf Demonstrationen oder zum Einkaufen geht, wer den Abstand zu anderen Menschen nicht wahrt und sich fleißig weiter mit möglichst vielen Leuten trifft, der ist kein Widerstandskämpfer gegen einen Obrigkeitsstaat, der ist einfach nur ignorant, selbstbezogen und unverantwortlich, meine Damen und Herren. Weihnachten bedeutet für uns Nächstenliebe und Herzlichkeit und nicht Egozentrik und Kaltherzigkeit. Und anders kann man den Umgang der sogenannten Querdenker, der selbsternannten Corona-Leugner und letzten Endes auch der AfD mit Corona nämlich nicht nennen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in diesem Jahr Weihnachten so feiern, dass wir zurückblickend auch in ein paar Jahren sagen können, zum Jahreswechsel 2020-2021 haben wir gezeigt, dass Solidarität und die Vernunft Schlimmeres verhindert haben. Weihnachten 2020 war anders, werden wir dann in der Rückschau sagen, aber letztlich hat die Mitmenschlichkeit gesiegt und hat das Leben vieler Menschen bewahrt und Leid verhindert.
Ich glaube, näher kommen wir gemeinsam, wenn wir diesen Weg gehen, dem Wunder der Weihnacht nicht. Ich danke Ihnen herzlich. Herr Abgeordneter Barlin, zu Ihrem Wortbeitrag liegt mir ein Antrag auf Kurzintervention des fraktionslosen Abgeordneten Herrn Ape vor. Bitte schön, Herr Ape. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Barlin, niemand, da haben Sie völlig recht, der bei Verstand ist, leugnet die Existenz des Coronavirus. Es geht hier auch gar nicht darum, sondern es geht ja um Kritik an den Maßnahmen der Regierung, an der Politik der Regierenden. Und das muss in einer Demokratie doch möglich sein, ohne dass die, die diese Kritik üben, sich von den Regierenden beschimpfen und diffamieren lassen müssen. So etwas hatten wir schon mal vor längerer Zeit. Erstens. Zweitens, ich habe eine Studie der Ludwig-Maximilian-Universität in München angeführt. Und Sie können doch jetzt nicht einfach immer nur dann die Wissenschaft als Kronzeuge anführen, wenn Ihnen die Aussagen dieser Wissenschaftler in den Kram passen. Wenn es aber nicht so ist, dann negieren Sie diese Ergebnisse dieser Studie in diesem Fall. Und es ist nun mal so, dass die Übersterblichkeit nicht nachweisbar ist, trotz Corona im Vergleich zu den Vorjahren. Und drittens, ja, das war es eigentlich schon. Ja. Möchten Sie antworten, Herr Barlin? Ich werde antworten. Bitte schön. Also zunächst mal zu der Frage, also Sie behaupten, Sie würden beschimpft und diffamiert. Das weise ich zurück. Es ist in der Tat so, dass wir klare Worte dafür finden, wenn eine AfD, oder Sie fühlen sich ja offensichtlich auch angesprochen, also auch ein fraktionsloser Abgeordneter Ape hier im Parlament, ich habe es eben ja in meiner Rede ausgeführt, im Mai, im Juni, auch noch im August, die Position bezieht, dass Mecklenburg-Vorpommern wie Schweden vorgehen sollte. Und dass dieser Weg gescheitert ist und dass dieser Weg, den wir bewusst nicht gewählt haben, weil wir uns verantwortlich für die Menschen im Lande fühlen, dazu geführt hätte, dass 1000 zusätzliche Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gestorben wären und dass das die politische Forderung der AfD ist. Wenn Sie das, in Mecklenburg-Vorpommern, und wenn Sie das als Diffamierung oder Beschimpfung empfinden, dann tut mir das leid, dann sollten Sie vielleicht Ihre eigene politische Agenda überdenken. Zweiter Punkt ist, ich habe ausgeführt, dass Euromomo, also der Mortalitätsmonitor, zu den Ergebnissen der Übersterblichkeit in den anderen europäischen Ländern kommen, die anders als Deutschland, anders als Mecklenburg-Vorpommern nicht diese entschiedenen Maßnahmen ergriffen haben. Ich habe Ihnen zugestimmt, dass es in Deutschland so ist, dass die Maßnahmen, diese Überlastung des Gesundheitswesens, diese Schlangen vor den Krankenhäusern und den Intensivstationen, die wir leider grauenvoll im Fernsehen sehen müssen, nicht eingetreten sind. Nur wir interpretieren das anders, nämlich als Erfolg von verantwortungsbewusster Politik. Sie hingegen fordern hier, dass wir so handeln, dass möglichst lange Schlangen vor den Krankenhäusern entstehen und tun dann auch noch so, als würden Sie irgendwo beschimpft oder diffamiert, wenn man das einfach mal klar sagt. Gut, dass ich das noch mal rausarbeiten durfte. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache.